Ja, und damit Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Ja, diese Insel hier, fast unsere Trauminsel. Das Einzige, was fehlt, ist eine Wasserquelle. Eine einfache, schöne Wasserquelle. Deshalb... Das ist doch nicht unsere Trauminsel. Und deshalb, segeln wir auch gleich weiter. Ich möchte noch ein bisschen so ein paar Materialien einsammeln. Ist auch eine sehr gefährliche Insel, ne? Wölfe hat es. Elefanten, die sind gefährlich. Schutz, aber es fehlt die Wasserquelle. Vom Platz her wäre das echt super gewesen. Sie haben eine schöne Stelle entdeckt, wo man viel Platz hat, wo man, ne? Aber... Es hat nicht sollen sein. Es ist nicht das, nach was ich suche. Jedenfalls nicht das Perfekte. Sollte es dennoch das so sein, dass wir vielleicht nichts finden? Sag mal das. Einfach Insel suche. Dann können wir ja immer noch hier drauf zurückkommen. Also, das ist natürlich so, ne? Die Möglichkeit besteht ja immer noch. So. Jetzt müssen wir dann aber mal hier so ein bisschen Holz mitnehmen. Bisschen Stroh, bisschen so, ne, Gedöns. Und dann würde ich einfach sagen, verlassen wir diese Insel auch schon wieder. Denn wir kommen ja unserer Trauminsel. Eventuell doch. Immer näher, immer näher, immer, immer, ja. Gleich mal auf unsere Karte gucken, wo wir denn jetzt genau hinfahren. Ich bin mir nämlich ganz 100% sicher. Ja, dann nicht so ganz zu 100% sicher, wo ich jetzt genau hinfahre. Weil sollten wir mal ein bisschen Metall finden und so ein Gedöns. Das haben wir schon lange nicht mehr gefunden und, ne? Geht gerade alles so ein bisschen zur Neige. Wenn wir denn mal unsere Trauminsel gefunden haben, dann sollten wir schon ein bisschen Materialien zusammen haben, die wir vielleicht noch nicht so haben, ne? Ja, das ist, alles nicht so einfach. Oh, das haben wir, das haben wir. Das machen wir rüber, das machen wir rüber. Wie ihr seht, ne, Metall ist sehr, sehr rar. Kaktussamen. Aber wir haben auch schon wieder einige Samen. Mittel haben wir soweit auch schon wieder fast. Samen, die können wir mal rauspacken. Das sind auch Samen, kann man auch mal rauspacken. Das sind alles keine Samen. Die alles packen wir da rein. So, Äffchen habe ich auf der Schulter, denn so. Jetzt schauen wir mal. Haben hier drüben, da drüben ist noch eine Insel, Freunde. Und ich möchte mir diese da drüben gleich gerne nochmal angucken. Bevor ich dann weiter segle ins nächste Cluster. Ja, wer weiß. Vielleicht ist das ja, es sieht mir nach einer ähnlichen Insel aus von der Form her wie die. Was ich jetzt so erkennen kann. Und vielleicht ist das ja schon die Insel, die ich haben möchte. Das Wasser ist zwar jetzt hier nicht richtig schön, ja, das hat so eine dreckige Blöre. Der Wind steht auch nicht perfekt, aber... Vielleicht hat sie ja eine Wasserquelle drauf, wenn nicht. Wie gesagt, wir fahren weiter. Wir fahren weiter und wir suchen weiter, bis wir genau diese Insel gefunden haben, auf der ich sage, das ist... Das war sie zu halb. Die Wasserquelle fehlt. Wir müssen ja unsere Tiere hier irgendwie versorgen, ne? Unsere Emma, unsere Nora, unsere Frederike, unsere wilde Hilde und die liebe Halli, ja, die brauchen ja auch Wasser. Und man sollte nicht einfach blindlings jetzt irgendwo auf einer Insel bauen, nur damit man gebaut hat, ja. Es wird zur Zeit, dass ich langsam mal baue, aber... Es ist einfach perfekt. Das ist... Gott, Gott, verleid.
Ich will doch auch sesshaft werden. Aber nicht hier. Ihr Freunde. Und wer hätte es gedacht, wer hätte es wirklich gedacht, dass es jetzt nochmal so warm wird und der Spätsommer kommt, Freunde. Hättet ihr das gedacht? Also ich hätte es nicht gedacht, ja. Es wurde ja die letzten Tage, war es ja sehr, sehr kühl. Es wurde immer frischer, ja. Es wird jetzt nachts auch relativ frisch, aber am Tag, hey, wir hatten schon jetzt wieder über 30 Grad teilweise Tage. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, wie sich das Wetter doch sehr verändert in letzter Zeit, ja, in den letzten Jahren. Wenn man überlegt, wann hatten wir das letzte Mal wieder richtig weh, richtig kalt. Das ist schon sehr, sehr lange her. Und ja, ich glaube auch nicht, dass das kommen wird. Ja, so. Es wird immer wärmer sein und wir müssen uns langsam diesen Begebenheiten der Wärme, des Wetters oder wie man das alles immer auch nennt, anpassen. Ja. Ich finde es nicht schlimm. Ich hoffe halt nur, dass sich vielleicht die Luftfeuchtigkeit dann so ein bisschen bei uns verändert, weil die ist halt teilweise schon extrem, wenn es so warm ist und da diese Luftfeuchtigkeit, man geht raus und läuft erstmal gegen diese Hitzewand und oh, heftig. Sehr, sehr heftig. Auch wenn es zur Nacht immer kühler wird, aber der Herbst kommt, das auf jeden Fall. Aber ich bin mal gespannt, wie der Herbst dieses Jahr ausfällt. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie der Winter ausfällt. Und da ist ein Dreckfleck auf meinem Bildschirm. Moment. Weiß nicht, was das war. Das sieht aus, als wäre da irgendwas hingespritzt. So, weißt du, wieso kennt ihr das, wenn ihr Joghurt den Becher aufmacht, so, und das dann, ne, ihr macht das so auf und das spritzt, so sah das gerade aus. Apropos Joghurtbecher, ich muss heute noch einkaufen, fällt mir gerade so ein. Muss ich auch wieder meinen lecker Joghurt kaufen. So gern essen. Darf ich nicht vergessen, Freunde. Das darf ich nicht vergessen. Da drüben ist eine Kiste. Was soll der Geiz? Sie einfach mal mitgenommen und unser liebes schönes Floß hat auch wieder Level Up gemacht. Wir kommen dem ersten Rettungsfloh immer näher von der Levelstufe her. Ein paar. Hat er gesehen, Heifloß. Immer nur so blöd, wenn du solche Flecken hast auf dem Bildschirm, hat ja mal jeder, ne? Also PC-Bildschirm sieht manchmal aus, ja, das passiert halt, muss man halt putzen, aber ich habe ihn in letzter Zeit nicht geputzt. Und jetzt gerade, wenn ich so gucke, dann habe ich Punkte hier ab und zu mal so, ne? Weil man, ja, wenn ich so gucke, sehe ich die Punkte nicht. Gucke ich aber so in den Himmel, in die Helligkeit, dann sehe ich so ab und zu so ein paar Punkte. Wenn ich dann so ein bisschen so schaue, dann denke ich immer so, da ist eine Kiste, aber da ist gar keine Kiste, sondern das ist einfach nur der Dreckfleck. Aber was mich ja in letzter Zeit auch schon derzeit gewundert hat, wo sind die ganzen Geisterschiffe hin, Freunde? Also, ich muss wirklich sagen, dass wir in den letzten Tagen, in wir hier unterwegs sind, und lange keinen Geisterschiffen mehr begegnet sind. Am Anfang voll vielen, weißt du, haben uns ständig den Weg hier erschwert und versperrt zu anderen Inseln. Ja, nix. Wir kommen einfach nicht dran vorbei, müssen riesen Umwege fahren, außenrum, hoch, runter, links, rechts, oben, unten. Und seit Tagen nix. Ich habe ein Geisterschiff entdeckt.
Warum? Wo? Warum? Wieso? Weshalb? Was ist das? Das ist schon ein bisschen komisch. Jedenfalls finde ich das, oder findet ihr das nicht? Das ist schon anders. Sag mal so, wenn wir so weitermachen, ne, was das Fahren angeht. So, den oberen Bereich, ja, den haben wir schon fast befahren, ohne dass wir jetzt hier irgendwie sesshaft geworden sind. Aber ich möchte ja endlich sesshaft werden. Also ich möchte ja endlich hier meine Hütte aufbauen, meine Samen pflanzen. Es ist mir auch, es ist mir persönlich selber so ein bisschen unsicher. Ja, weil ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir irgendwie zerstört werden, kaputt gehen. Aber ich habe einfach Angst, dass uns dasselbe wieder passiert mit unserem Floß, wie uns mit unserem ersten Floß passiert ist. Dass wir halt einfach einen Bug haben, ja. Wir fahren über die Grenze und auf einmal ist alles weg. Und ganz ehrlich, das wäre anders scheiße. Und ich hatte ja da auch schon erwähnt, ich weiß da nicht, ob ich da nochmal starten würde. Ach so. Wir schauen uns einfach jetzt mal noch ein paar Inseln an und denke, es wird bald unsere Trauminsel dabei sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch lange hier suchen müssen. Wie gesagt, die Größen, wo wir jetzt hier gerade finden, sind eigentlich perfekt. Ja? Die hintere war auch sehr gut, fehlt einfach nur die Wasserquelle. Und ich möchte halt gerne eine Insel haben, wo Wasser ist. Ob jetzt ein kleiner Fluss ist, ob ein kleiner Tümpel ist, ist mir egal. Hauptsache Wasser. Ja? Und vielleicht wäre auch noch schön, nicht diese Drecksblöre hier. Das ist halt auch jetzt nicht so unbedingt super. Und wir brauchen auf jeden Fall eine Insel, wo es auch regnet. Schon mal. Wäre schon mal auch nicht schlecht. Ich habe so viele Ansprüche, ne? Aber so ist es halt, ne? Man muss halt vielleicht nicht auf jedem Eckchen irgendwo bauen und sagen, na ja, nimm mal halt das, was kommt. Nein. Es gibt so viele Inseln hier. Da muss doch die perfekte Insel, super Insel dabei sein für uns, oder nicht? Atlas ist halt in der Hinsicht bei mir ein bisschen komisch. Ich so das Gefühl. Die einen finden ihre Trauminsel, die perfekte Insel direkt, weißt du? Und ich fahre halt erstmal über die halbe Map mit meinem kleinen Floß. Erlebe ein Abenteuer nach dem anderen, bis ich dann endlich eine Insel gefunden habe, auf der ich leben will. Oder man findet gar keine. Wir bleiben für immer auf hoher See mit unserem Floß, unseren Tieren und kämpfen jeden Tag ums Überleben. Da musste ich ganz kurz mal so einen Moment innehalten und gähnen. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier finden, Freunde. Was wir hier finden. Schon die Insel, wir brauchen, die wir wollen. Ich glaube es zwar nicht, aber man weiß es. Ich sehe auf jeden Fall Krokodile. War hier ein bisschen an diese Sandbank hin, einfach sicherheitsmäßig. Kennt das ja? Ich glaube, ich sehe da auch Salz. Bergamot Doll. Im
Halli lieber nicht mit. Nicht, dass irgendwas passiert. Ja, ich habe richtig gesehen, Freunde, Salz. Hier gibt es Salz. Mal mit. Vielleicht gibt es hier ja auch sogar Metall. Wäre auch sehr gut. Oder eine Wasserquelle. Ich schau mal ganz kurz. Tag 11. Hard Level 36 Kompanie. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst, wie sich das mit den Wetterverhältnissen macht. Ich weiß, es gibt Gebiete, wo es schneit. Ja, aber die Frage wäre jetzt halt, wo oder welche Gebiete, ja, jetzt die besten Gebiete, wo es halt relativ gut auch regnet. Ist ja auch manchmal so eine Sache, wo mich, ja, weil man braucht Regen, man braucht Wasser. Ohne Regen kein Wasser. Vor allem, wenn man halt keine Wasserquelle hat. Und ich bin ja eh so einer, ich mag ja eigentlich beides sehr gerne. Wasser und Regen. Wasserquelle. Da brennt sie ja hier immer noch rum und hat immer noch nicht das gefunden, nach was sie sucht. Na, hi, ihr Käferchen. Tschüss. Weiß ich, wir haben jetzt aber auf fast jeder Insel bisher haben wir diese blöden Käfer gehabt, ne? Ich glaube, die sind hier sehr sesshaft. Aber auf welcher Insel gibt es ja schon keine Käfer. Da gibt es ja überall Käfer und Krabbelgedöns. Solange sie so riesen Mutierte sind. Da hinten ist, glaube ich, eine große Schlange, wenn ich mich gerade nicht alles getäuscht in der Ecke. Ja. Also auch eine Insel mit großen Schlangen. Die man am besten mit der Armbrust erledigt. Aber ich habe noch gar keine Armbrust. Wobei ich mir das auch mal langsam bauen könnte. Huh, das war gerade... Ich bin gerade ein Frosch im Hals gesteckt und ist wieder rausgeflüpst. Alter. Da kämpft ein Nashorn gegen eine Schlange. Wer gewinnt? Nashorn oder Schlange? Nashorn. Nashorn gewinnt. Einfach so, es wäre anders geil, wenn das Nashorn jetzt umfallen würde. Ich würde mir das sofort snacken. Fleisch und Leder vor allem. Ja, auch schon wieder Nacht. Hier müsste Stroh sein, ne? Noch mehr Salz. Hier ist das Salzparadies, Freunde. Salzparadies, aber leider, 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 leider und nochmal leider ist jetzt doch kein Metall entdeckt. Beeren. Ein bisschen weiter rein. Vielleicht entdecke ich ja noch ein bisschen Metall. Das hier müsste Sandstein sein. Ja, meine Freunde. Es wird langsam dunkel. Wir sind auf der Suche nach Metall. Und ob wir Metall finden und wie es weitergeht und was uns hier auf dieser Insel sonst noch so erwarten wird, ja, all das seht ihr dann in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut
Und Tschüsschen.